Herzlich willkommen zum 96 Zimmerduell. Flo, bei mir, seid ihr bereit? Wir sind bereit. Jo, ready. Los geht's. Erste Frage. Wer riecht besser? Schwer. Das Thema hatten wir gestern, Flo, ne? Das hatten wir gestern, Kollege. Ja. So. Welches ist besser jetzt von uns? Ja, gut. Boah. Das eine ist ja gleich, ne? Das eine hat es ja von mir. Ja. Ja, dann weiß ich auch. Okay. Ja. Ich hab's. Ich auch. Richtige Antwort. Der erste Punkt. Jawohl, Junge. Ja, wisst ihr doch. Beide sind Parfum. Wer von euch beiden lacht mehr im Trainingslager? Oh ja. Das ist natürlich auch wieder eine Sache, ne? Also ich hab da meine Antwort. Ich weiß ja nicht, was Flo oder so. Stark. Punkt für euch. Jawohl, Junge. Ich lach zwar auch viel, aber jetzt nicht. Aber heute gab es jetzt nicht so viel zu lachen, ne? Sagen wir mal so. Für mich schon mehr. Also siehst du, deswegen. Gut gelaufen. Pass es, ja. Und wer hat mehr zu lachen? Ich glaube. Leider. Läuft bei euch? Leider ja. Ja, ich muss sagen, ja, wir haben ein Turnier gespielt und der Flo hat heute gewonnen, hat sehr gut gespielt. Wir haben heute leider verloren. Deswegen lasse ich das erstmal so stehen. Ne? Frage Nummer 4. Wer duscht länger? Ganz klar. das ist eigentlich. Ja. Auch das ist richtig. Ja, natürlich. Ja, klar, Alter, der Haare wie Tatsache, Alter. Guck mal, die Meter. Braucht ein bisschen. Spülung, Lotion, alles. Conditioner, das, Spray, alles habe ich da. Ganz Utensilien. Ganze Rossmann gekauft. Ja. Wann musst du morgens aufstehen, Walle? Ja, so morgens nicht das Problem. Ja, das auch, ja. Nein, so nach dem Training, jetzt, wenn wir duschen, wenn ich halt wirklich meine Haare dann halt mit alles einschamponiere quasi, dann dauert schon etwas länger. Ne? Vielleicht komme ich dann zum Spät zum Mittagessen, aber ich habe das schon, ne? Ich dusche mal als erstes dann. Ja. Ich habe das schon, ja. Dann springt Flo im Loch mit den Duschen. Frage Nummer 5. Wer ist der größere Morgenmuffel? Boah, ja. Boah. Also, ja, doch schon. Doch. Auch das ist richtig. Ja, Junge. Ja, Junge, stehst um 4 schon auf. Schlafmütze. Da schlaf ich noch, Alter. Ja, natürlich. Wer von euch beiden braucht länger vorm Spiegel? Das ist die große Frage, ne? Das ist die Frage der Fragen. Flo? Oder Walmir? Ja. Yeah. Ich mach mal so. Ich mach jetzt einfach mal so. Leider nein. Na! Fix. Muss auf deine Haare gehen, Mensch. Ich muss gar nichts machen. Muss nur ein bisschen nass und dann Zopf. Ja, gut. Egal. Weiter geht's. Wer ist morgens früher in der Kabine? Ja. Mal so, ne? Ich hab meine Antwort schon. Da seid ihr doch wieder. Ja, jawohl, Junge! Ja, Junge! Wer gönnt sich häufiger einen Mittagsschlaf? Hundertprozentig. Wie meinst du? Ich hab eigentlich. Hundertprozentig. Leider kein Punkt für uns. Nein, nicht? Was redest du? Hä? Du schläfst jeden Mittag, Digga. Du nicht? Junge, ich liege immer neben dir am Handy, Alter. Ja, ich dachte, schläfst auch ein, deswegen. Geht zurück zum Sportlichen. Ja. Wer ist besser im Fußballtennis? Oh ja. Da. Eindeutig. Da kennt ihr euch besser. Punkt für euch. Jawohl. Da muss ich hingehen. Das ist also ganz klar. Da brauche ich einen Ball mir nicht hinter mir sitzen. So sieht es mich aus. Egal, wer da hinter mir sitzt. Da muss ich halt wirklich zugehen. Also in dem Fall. Er ist gut, früh. Ja, aber jetzt reicht doch. Und wer ist der unangenehmere Gegenspieler? Boah. Ja. Sehr gut. Ja. Richtige Antwort. Richtig.
Nächste Frage. Wer ernährt sich gesünder? Auch da seid ihr euch einig. Ganz klar. Ja. Voll Mann, Alter. Trotz aus dem besseren Körper, als ich das verstehe. Ey, darum geht's nicht. Es geht nicht. Also das war nicht der Kern der Frage. Das war nicht der Kern der Frage. Das ist richtig. Ging um die Ernährung. Ab und zu mal gönne ich mir auch was, keine Frage, aber sonst... Ja, du, man muss ja auch ein bisschen leben, ne? Ja, so sieht es nämlich aus, ne? Aber ich, das stimmt, ja. Ja, super. Das machst du gut. Ja. Wer schaut häufiger 96 TV? Boah. 50-50 Joker. Ja. Ja, ich mach mal so, also ich... Ich mach jetzt einfach mal so. Auch da seid ihr euch einig. Ja, ja. Junge! Allein hat diese Home-Story von mir, habe ich tausendmal angeguckt. Du hast doch 17 Millionen Videos mit anderen. Richtig, ja, ich bin auch Dings doch jetzt da geworden. Dings. Kommen wir zu den letzten drei Fragen. Wer von euch hat in seiner gesamten Karriere, inklusive Jugendzeit, mehr Tore erzielt? Haslo? Ich hab noch nicht, ne. Also ich. Hast du schon? Jo. Du bist ja eigentlich Stürmer, ne? Ja, sagen wir mal so, ne? Mir läuft zwar nicht so gut, aber ich habe schon einige Tore geschossen. Sehr schön. Ja! Ja, stimmt das auch? Ja, ne? Doch, doch schon. Wir sind uns einig. Gucken wir mal später. Transfer mal. Wer hat mehr Produkte im Kulturbeutel dabei? Mehr Produkte im Kulturbeutel? Zählt das auch so Shampoo und so, oder? Alles, was da drin ist, mein Freund. Das gibt's doch nicht. Schon wieder die richtige Antwort. Ja, genau. Natürlich, Junge. What is it? Ich habe schon allein 14 Haarpflegeprodukte drin. Ich habe zwei Stück, da, zwei Kulturtaschen habe ich. Du hast zwei Kulturtaschen. Ich komme in den Rucksack. Letzte Frage? Letzte Frage. Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommt. Highlight. Wer ist häufiger am Handy? Das ist schwierig. Ja, sagen wir mal so, ne? Ich will jetzt mal so sagen. Ich hab da schon so eine Vermutung, aber ich bleib dabei. Dann habt ihr wieder einen Punkt. Jawohl! Da bist du doch. Ja, natürlich, du mit deiner Frau die ganze Zeit da hier. Wie geht's das, klar? Boah, ist doch nicht böse gemeint. Jawohl. Zwei nicht richtig, ne? Stark, oder? 13 von 15 passt doch, Alter. Gute Quote, ja. Ja, liebe 96-Fans, das war das 96-Zimmer-Duell mit Walle und mir. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wenn ihr up-to-date bleiben wollt, dann abonniert den Kanal hier. Und ja, für weitere Folgen ganz viel Spaß euch beim Zuschauen und bis bald. Ciao, ciao. Ciao.